Das traditionelle Berglandfest der Landjugend fand zum 35. Mal beim Haus Exeng in Dresden statt. Lange Schlangen jugendlicher und busweise Besucher aus der ganzen Region erforderten eine gute Organisation. Wir sind eine große Landjugend, wir haben ca. um die 90 Mitglieder. Wir haben eine große Gemeinschaft, die uns alle zusammenhelfen und wir gemeinsam das Fest aufbauen. Und es ist jedes Jahr 3 Tage lang. Also gestern haben wir ein bisschen ein Disco gehabt, haben wir schon mal eingefeiert in die 3 Tage wach, wie unser Motto natürlich ist von der Landjugend. Heute spielen die Grubertaler und morgen haben wir dann eine Feldmesse bei uns heroben. Und dann spielt die Ortskapelle Gresten einen kleinen Frühschoppen. Danach kommen die Baggerburm, die sind eine ganz witzige Partie und auf die freuen wir sich schon richtig. Und danach zum Ausklang vom restlichen Abend haben wir dann die Ötschalandburm, die was natürlich die gemütlichere Musik spielen, die Tanzmusik. Ich habe ja mitbekommen von der Landjugend, dass sie jetzt eigentlich in den letzten Wochen schon sehr intensiv lange Zeit vorbereitet haben. Und das gehört natürlich auch belohnt. Das Fest wird super angenommen und war ja auch schon gestern sehr gut besucht. Das Berglandfest, das heuer zum 35. Mal gefeiert wurde, ist bei Jung und Alt beliebt. Vor allem von einem Thema wollten die Besucher einfach mal abschalten. Ja, dass jetzt wieder mal durch der Kranenzeit wieder mal richtig losgeht, dass man wieder mal fuckeln kann. Da entweint der ganze Leute, wie man sieht. Dass endlich wieder mal Festl sind und das alles weiß, was schauen mit Corona alles auf, ruhig und alles und ja. Nein, es ist eh ganz super, wieder nach einem Jahr so ein Festl haben. Mal schauen, wie es auch rennt heuer. Die machen das schon 35 Jahre lang oder länger, gibt es das Festl und das ist halb ein tolles Fest und die steigern sich natürlich auch, weil eben mit der Enthaltsamkeit, was wir gehabt haben, da haben sie sich nur ein bisschen mehr einfallen lassen. Ne? Toll, weil das die Grubertaler da sind. Ne? Die Grubertaler aus Tirol waren für viele ein Argument, um dabei zu sein. Auch wenn das Wetter teilweise etwas stürmisch war, tat das der Freude keinen Abbruch. Ich glaube, es war jetzt eine sehr schwierige Zeit und es ist jetzt wirklich der Moment wieder gekommen, wo man auch dann wieder mal raus kann, feiern kann, zusammenkommen kann, Leute treffen kann, die wir schon lange nicht gesehen haben. Und das ist natürlich für das soziale Wesen, was wir Menschen ja sind, ganz, ganz wichtig, dass wir diese Möglichkeit endlich wieder haben. Also unser Gefühl ist einfach so richtig so wow, weil einfach es ist so cool, dass wieder was sein kann. Wir sind so froh, dass wir das wirklich schaffen gemeinsam und dass wir das machen können, dass das mit diesen Bestimmungen gemacht werden kann. Und einfach, es ist auch das Feedback alleine so, ihr traut euch das machen, es ist so cool, wirklich, wir freuen sich schon alle drauf. Wirklich, wie wir jetzt sehen, sind einfach schon so viel beim Eingang und warten einfach nur mal, dass sie reingelassen werden und einfach bei der Musik dabei sein können, dass sie tanzen können, feiern können und einfach wieder mal das Leben wie früher leben können. Ich finde halt einfach das Beste an einem Fest ist einfach die Zusammenarbeit. Also man muss wirklich sagen, die Jugend heutzutage, gerade bei so einem Fest, was man da zusammenarbeiten muss, allein nicht mit der Leitung, sie muss organisieren, sie muss schauen, dass alles da ist, dann natürlich jedes einzelne Mitglied mit aufbauen. Man muss noch schauen, glaube ich, bei uns, was wir alles geschafft haben in den letzten Tagen für die 3 Tage wach. Und das ist für mich einfach das Schönste, wenn ich wirklich sagen kann, hey, wir haben zusammengeholfen, wir haben wieder was geschafft. Und das ist eigentlich unsere eigene Motivation. Die schönste Belohnung für die Landjugend waren die vielen begeisterten Berglandfestbesucher, die sich hier sichtlich wohlfühlten.